Ein prominenter französischer Arzt für Infektionskrankheiten muss sich wegen seiner umstrittenen Empfehlung des Malaria-Mittels Quinin zur Corona-Behandlung einem Disziplinarverfahren stellen. Dem in Marseille ansässigen Spezialisten für Infektionskrankheiten Didier Raoult wird vorgeworfen, gegen den ärztlichen Ehrenkodex verstoßen zu haben. Die Disziplinarkammer kann Sanktionen bis hin zur Suspendierung des 69-Jährigen aussprechen. Unterstützer halten das Verfahren für politisch motiviert. Von Gegnern der Corona-Maßnahmen wird er als Volksheld gefeiert. Andere werfen ihm Verbreitung von Falschinformationen vor. Diverse Studien haben belegt, dass Hydroxychloroquin, das auch von Donald Trump oder dem brasilianischen Präsidenten als Wundermittel angepriesen wurde, nicht gegen das Coronavirus wirkt.